typischer europäischer Wurm. Eher ein Vogel, der, man sieht es hier sehr schön, auch am Tage hervorragend sehen kann. Er kann am Tage besser sehen als wir Menschen. Diese Eule ist befähigt, gegen die grelle Sonne zu schauen. Kleine Vogelarten drin fliegen. Wir Menschen bräuchten eine Sonnenbrille zu. Und er hier, ein Vogel, der auch nicht bei Stockdunkelnacht jagen kann. Stockdunkelnacht, gleich Jagdpausen dieser Eulen, weil diese Eulen das Problem haben, dass sie natürlich dann eventuell nichts sehen und dort irgendwo entgegenfliegen können und dann eventuell Fußgänger wären und so eventuell leichte Beute, aber auch eben auch dahingehend entdeckt zu werden am Tag. Yes, es kommt. Und zwar am Tage eventuell von den Rahmenkrähen und von den Greifvögeln. Dass er nicht am Tag auf Jagd geht, liegt daran, er hier wird gehasst von den Greifvögel-Rahmenkrähen, weil diese Eule versucht, diese Greifvögel-Rahmenkrähen andere kleine Eulenarten von ihren Schlafplätzen da in der Nacht wegzujagen. Und weil eben hier wird sie entdeckt am Tage, wird sie angegriffen. Man nennt es auch ein Hassen dieser Tiere. Und wegen dem hat sie halt vorgezogen, sich dann zu verstecken. Wow! Ja, klar, Applaus für unsere Dame hier, die geht ja tief runter. Ne? Das sieht ihr, meine Damen und Herren, das ist ein Vogel, der natürlich hier komplett befiedert ist. Ein Vogel, der bis runter zu den Zehen Federn hat. Das hat einen guten Grund, er möchte und beide Komponenten machen ihn völlig zum geräuschlosen Jäger. Und der sibirische Uhu, ein Vogel, der halt in Sibirien vorkommt, unser einheimischer europäischer Uhu, der ist ein klein wenig dunkler gefärbt. Und damit kann man die Beute ertasten. Du musst ja keine Angst haben, ne? Also er hier ist ein Männchen. Und wir fliegen hier bei unserer Falkenreise sehr gerne männliche Greifvögel. Aus einem einfachen Grund, wir Männer, Sie wissen viele Frauen, wir sind von Natur aus sehr lieb und sehr umgänglich, gell? Pflegeleicht, die Männer. Die Weibchen, wenn sie fliegen würde, hätten ein Problem schlagen können. Sie, ein Vogel, der hier als Beutespektrum sogar hingehen kann und kann normalerweise ohne Probleme versuchen, eventuell Hasen, Kaninchen, sogar Jungfüchse zu schlagen. Und die Möglichkeit, die er hat, er ist relativ schnell ab. Tisch hier, guck mal, wunderschön zu sehen. Ein Vogel, der hier auch Federohren hat. Mit diesen Federohren kann er nicht hören. Kann er also nur bedrohlich aufstellen, 22 Grad drehen. Und es reicht auch aus, also komplett herum schafft es nicht. Ich meiste Aberglaube der Leute, wo es erzählt wird. Sie ist ein Vogel, ist eine Kauzart, und gleich der Eulenart unserer Heimat. Das wäre die kleine Sperlingskauz. Der ist auch ein ganz, ganz herziger. Meine Damen und Herren, wir werden weitermachen mit nächsten Greifvögeln. Dort zwei, drei Sachen. Sie hocken alle im Schattenbereich. Ich komme kaum mit dem Vogel dahin. Wir werden es trotzdem zu probieren. Schaue, Laufwege, Flugwege nicht kreuzen lassen und an die Wand bringen. Da haben wir kleine Ohren. Der Klappschablaus hier unserem Siri hat es sehr nett gemacht, also gezeigt, dass er hier am Tage jagen kann. Und seine Eule, das ist jetzt von beiden Antern, eine Vogelschweine draußen, das ist hier eine Schneeeule, sie heißt Flocke. Und die Schneeeule Flocke, ein Vogel, die normalerweise in dem Polar, der merkt eines, er merkt Wind und mehr Schwingen. Und sobald er Wind mehr Schwingen merkt, hebt sie normalerweise auch hinaus, gell, unsere wunderschöne Steppe an. Ja, hier. Ist auch ein Männchen, ein Theaterspieler. Und er versucht dort normalerweise von der Ansitzwarte aus zu jagen. Die Schneeeule macht es ähnlich, sie kommt aber im Polargebiet vor, muss an den Polartagen jagen, dort nach kleinen Wühlmäusen, die kleinen Lemminge. Der Steppen sind das. Und die versucht von den Erblöchern relativ schnell zu erbeuten. Kommt angeflogen, sie können beide bekommen dran und ja! Ja, klar, Applaus für den Steppenadler, gell? Der wunderschöne Vogel. Und dann erst, wenn er, ich gucke doch am Dank vorbei, ich bin da, yes, Gott. Und dieser Steppenadler normal, der ein schneller Jäger ist. Die Schneeeule, wenn man sich anschaut, sie ist ja auch so groß, aber sie hat keine Federn. Braucht sie auch nicht. Sie muss ja dort in der Tundra keine bedrohlich aussehen, was sie gegen der Buhu macht. Die Greifvögel, die ihr hasse, die muss man normalerweise versuchen, eventuell. Und dann müssen die Tiere Winterfest, diese wunderschöne Schneeeule, dann weiß man, dass dort ganz, ganz kalt sein muss. Und deswegen sind wir wahrscheinlich sehr, sehr heute. Aber man kommt angeflogen mit seinen breiten Schwingen und oben dran und dann ist er da. Yeah. Und er hier wirklich ein Vogel, der mittlerweile 60 Jahre alt ist, bis eigentlich so 40 Jahre. Und da stellen wir rein, ein Vogel, der normalerweise auch Artverwandte hat. Und zwar den sogenannten Verdauung. Weil die Tiere, die wissen gar nicht, wo sie hinfliegen sollen. Und da stellen wir mal, hier, ist ein Männchen, ein Vogel, der normalerweise auch kleiner ist. Und der kann versuchen, dann rauszugehen, wenn er das merkt. Wir konzentrieren uns auf unsere Eule, guck mal, Flocke. Was hat die Flocke für Probleme? Sie hat Probleme in der freien Wildbahn mit den Lemmingen. Die Lemmingen, das sind kleine Wühlmäuspopulationen,
die kommen ja alle 4 Jahre in einer unwahrscheinlich großen Schwemme vor und kann natürlich nicht genau sehen, eventuell, wie sie ihre Jungtiere groß kriegen sollen und was machen sie nachher. Er hat ein ganz anderes dreidimensionales Sehen als eventuell unsere Schneeäugerne. Der Steppenadler greift wieder von hinten an, er kommt angeflogen, sie kommt rein und heieiei. Gerne mal gleich Applaus, euch unser Steppelein hat es sehr schön gemacht, meine Damen und Herren. Sag mal Dankeschön hier. Ich möchte mal den häufigsten Greifvogel unserer Heimat vorstellen. Der häufigste Griffzöger zwar, aber ein Knetzöger. Dazu möchte ich weiterleiten. Der schöne Vogel, richtig leid, ein Schweizer Sturm. Nachtbeute, aber ja, wenn der Landwirt mäht, nicht weiß, was rumkommt, dann zack, mal gleich Applaus. Hier unser Milane, so schnell gehen das. So jagt hinaus, die Schwarzmilane von der Bodenfläche ihre Beute weg, genauso wie die Rotmilane auf den 2 Wiesen. Das hier ist unser einheimischer Mäusefuß hat. Und der Mäusefuß hat ein Schwanzgefieder, das ganz anders aussieht. Der Mäusefuß hat ein Schwanzgefieder nach hinten hin gefächert und 12 bis 14 Querstreifen dran. Der Rotmilane hat diese Gaben und Milane so sehr, sehr selten. Wie es er mitbekommen hat, eins ist ganz klar, der Landwirt damals sehr unabsichtlich hat er damals ein Spritzmittel ausgegeben, das DDT. Da wurden die schönen Greifvögel eben nicht gestorben, sondern die wurden zeugungsunfähig oder die Eier wurden mit Schadmäuse, wenn er nur Mäuse jagen würde. Was macht man mittlerweile? Mittlerweile stellen wir solche Ansichtsmöglichkeiten auf, wo es hier der Rotmilan drauf sitzt bei der Schneebekämpfung. Und so können die Tiere auch ohne Probleme dem Landwirt dahingehend helfen, die Mäuse wegzuholen. Und wenn man nochmal hingehen möchte und ab und zu auch mal den Tieren helfen möchte, im Winter kein Futter auslegen. Und hoch und wieder, der arme Fahrer fährt ab und zu mal ein Eichhörnchen, eventuell mal eine Amsel. Auch gar nicht mehr selber jagen gehen. Und somit kann er eben hingehen und kann dort mittlerweile eben auch seine Jagdgebiete haben. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, dass er wieder irgendwas. Also kann man sehen, eben die Tiere entwickeln sich alle weiter. Unser Mäuschen ist ganz, ganz dunkel. Also dort variiert es unwahrscheinlich. Aber der Rotmilan sieht immer gleich aus, der Schwarzmilan sieht immer gleich aus. Also von dem her, die Milane mittlerweile hier, gerade die Rotmilane, bei uns hier in Deutschland, die haben auch jedes Jahr hier bei uns im Vogelpark Tiere am Brüten. Ja, meine Damen und Herren, klappt aus, hier unser Greifvögel. Hat immer eins nur als Grund, diese Tiere haben, war, wo sie schwitzen können. Sie können nur eins machen, in den Flügel hängen lassen. Macht es alle sehr, sehr nett hier, auf einige Fußarten Milane. Unter Milan kann man sich sehr schnell anschauen, der natürlich hier momentan sehr, sehr träge. Wer hinten rum nach Schwarz ankommt, kommt hinten dran wieder der wilde Milan geflogen, gleich hier zum Sondieren. Was sag ich? Lech, kommst du mal? Oh, lügst du nicht. Und Lech hier, unser Lena-Vogel, der Rotmilan hier, ein Vogel, der momentan gar nicht rausgeht, unter der Feigen geflogen. Der ist mal nochmal zur Arbeit. Und der Lani hier, der geht nochmal raus, dann werden wir uns eins machen, Fuß nochmal hinschicken, Lani, komm auf, komm. Aber gleich Applaus, Lani hast dich gefangen, hast du mir kontrollieren müssen. Der Rotmilan, der hat schon wieder spät hier, wo das Futter ist, und eventuell das Futter so aufzunehmen. Und so können alle Greifvögel eines ganz, ganz toll machen mittlerweile. Jeder Greifvogel kann ungefähr 120 Bilder pro Sekunde wahrnehmen. Wenn Menschen hier gerade mal 20 Bilder pro Sekunde, das wäre für uns normalerweise ein laufender Film, die 20, 22 Bilder. Und ein Greifvogel hingegen wäre es ein ganz, ganz langsamer Diervortrag. Wegen dem kann man sich vorstellen, dass ein Greifvogel ungefähr die 5-fache Reaktionszeit aufbringen kann. Das, was die Menschen gar nicht können, kann er hier ohne Probleme relativ einfach und lässig machen. Wir haben einen Applaus auf unsere Großverhältnisse. Wir haben es mal gezeigt hier, dass wir so Farbe zeigen, dass wir schnelle Jäger sind. Mittlerweile trauen sich unsere Milan schon gar nicht mehr raus, weil der Boden mit der Rotmilan, der Wilde rumdroht und auch schon hält. Und wir haben ein ganz kurzes, kommt sie nicht raus, fliegt der Weiler, weil es viel Energie kostet. Box wieder ab. Und dieser Turmfall hier, Männchen oder Weibchen, ne, was ist? Genau. Hinzugehen und versuchen eventuell einzumachen am Boden. Hier ist ein Futter, zack, und der Applaus und mein Turmfeuerchen. Du kommst am Boden, da hinten kommt der Schwarzmann. Und da sieht man mal, jetzt ist Bühne weg. Und so ist auch draußen frei im Wildbahn zu verstehen. Auch jeder Greifvogel muss sich da für das Tierchen. Und dann noch ein kleines Weibchen hier, auch genau das gleiche, immer dunkle Augen. Also jeder Falke hat dunkle Augen, jeder Falke hat immer diese runden Nasenlöcher und hat eben Hände mit Halsnocken dran. Ein wunderschöner Vogel hier, unser Weibchen, ein Lernerfalke. Guck mal ganz kurz durch den Turmfalke hin, da oben geht noch der Lernerfalke raus, oh. Lani zieht durch, Lani kommt, dann kommt der Lani angeflogen. Ja, ein kleiner Applaus. Lani, nein, ja, das hat sie gemacht hier. Er spielt mit hier durchsetzen zu müssen. Und wegen dem taucht er immer gleich wieder ab hinter der Wand und versucht dann hinten eventuell Tiere eben, die gerade mal 220 Gramm wiegen. Für Großfalken wie hier der Luckefalke und so weiter, sind Tiere, die ungefähr knappen. Die können so schwer werden, die eigentlich Tiere eben immer schön zu sehen hier, dass sie alle gut sind. Die Bildchen auch mal hier zeigen, dass sie miteinander jagen können. Ja, dann kann der noch nicht. Ja, ich muss es machen. Ja, ich kann vorstellen, Onkel, unser Sperbergeier. Onkel, unser Sperbergeier ist ein Vogel, der normalerweise in Afrika lebt. Onkel heißt er, mein Onkel sieht genauso aus wie er.
Mein Onkel hat keine Haare bekommen, da hat keine Feder drauf. Aber mein Onkel genannt. Mein Onkel hat einen Geier, komm her, Onkel komm. Ja, hinzugehen. Und normalerweise Ausschau zu halten, wo was rumliegt, das werde ich dann eventuell auch aufnehmen. Und die haben nämlich gelernt zu den anderen Greifvogelarten, sie können faules Fleisch absorbieren. Und deswegen ist es Tiere geworden, die eine wichtige Aufgabe mittlerweile angenommen haben in freier Wildbahn. Sie sind alle Gesundheitspolizisten geworden, auch weil sie gelernt haben, faules Fleisch absorbieren. Andere Greifvögel müssen frische Beute zu sich nehmen. Der hier hat einen riesen langen Hals und einen richtig großen Reißschnabel. Mit diesem langen Hals und diesem Reißschnabel versucht er komplett in den Innereien und zieht nochmal. Geil, hier kommt jeder wieder. Oh yeah! Das wird mir zu denken geben. Nimmt nicht mal Schutz, hast du gesehen? Auf der Erde lag ich, wenn er mal frisst. Das ist ein viele Futter, so ich nehmen kann. Er kann er 20 Kilo. Ja! Das ist der Ende der Kraft. Der hat tatsächlich sein Mundgewicht gefunden gehabt. Und ist dann wieder runtergegangen und hat angefangen, die Schulter zu brüllen. So, wir halten auch schon normalerweise ein Auto, das Fahrrad, welche Augen hat da und laufen, so ist mit den Greifvögeln auch. Oh, was ist das für ein Greifvögel, gell? Ja. Ey, wieso? Hätte ich auch, gell, mit dem großen Reißschnabel. Wenn man überlegt, wer kann ja den Bauchdecken aufrennen? Das ist die einzige Waffe, das ist ein Schnabel. Was ist das für ein Schnabel? Was ist das für ein Schnabel? Der Huhn hier! Ja, kann ich nicht machen, weil die war auch nicht mehr. So, unser kleiner Turmfalk ist da, Milano vom Landflug. Unsere Landflug-Weibchen hängt da oben, Landflug-Tierhasen bewegt sich auch nochmal. Schön! Lerni, komm! Landflug-Weibchen, probieren wir es doch mal. Und kannst du umdrehen. Da kommt der Geier nochmal. Guck mal hinten, wunderschön, frische Eier. Der Geier ist aber. Runter! Oh, du machst nichts! Was macht er? Da kommt der Geier! Er landet! Er hat ihn! Das ist es! Geier, mich heute verabschieden. Ich hoffe, es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Und wenn ihr Leute da wart, dann danke schön für euer Interesse noch wiedersehen. Tschüss, Leute. Tja, wer es Lust haben sollte, meine Damen und Herren, ich werde bloß in ein kleines Jungvogelhaus kommen. Und zwar ein Jungvogel, einen kleinen Waldkauz, den wir rausholen. Ihr könnt es mal nah nochmal anschauen. Da streicheln. Auf die Fütterung. Ja, Pferd ist hier halt mehr. Ich habe Thank you.
Genauso für viele, die ja keinen langen Wörterschmanz mehr zu besitzen, dann haben sie abgeworben, sie haben noch ein Schimmelchen drauf. Doch, doch.